Herzlich willkommen, Kapitän. Der Kapitän war wild auf Worsche. Wir spielen und natürlich U-Boote. Wir haben vorhin empfohlen gerade die Deutschen, die Amis gespielt. Jetzt spielen wir wieder die Deutschen. Bei den Deutschen ist leider das, finde ich, das Problem, was sie sehr großen, extrem große Probleme haben. Die haben leider nur Fronttorpedos. Wir haben 6 Torpedorohre nur frontal. Hinten haben wir leider kein einziges. Bei den Amis ist wieder was anderes. Wir haben 6 vorne und 4 hinten. Für das Wegfahren ist das sehr, sehr geil. Das ist echt cool. Also wenn man gerade sich zurückzieht, kann man gerade so Gegner ein paar Tops an den Kopf schmeißen noch. Bei Deutschen ist das so ein bisschen problematisch, die haben wirklich nur Fronttorpedos. Aber Vorteil, wir haben hier 14 Kilometer Reichweite und wir haben hier nur 12. Das heißt, wir haben relativ hohe Reichweite mit den deutschen Torpedos. Wir haben Vorteil, wir haben hier 82 Knoten schnelle Dinger. Wir haben hier klappt 19 Torpedos. Kann man sagen, wir haben einfach relativ schnelle Torps an Bord. Wie gesagt, wir können hier auf Max Range Torpedos rausschmeißen. Ist das schon teilweise cool? Aber ist so eine Sache, wenn man gerade doch das Gegner pusht, wenn man keine hinten, keine Torps hat, ist das schon eher das Nachteil. Das heißt, du musst wegfahren, komplett dich neue Position aussuchen, Schiff, U-Boot komplett wieder drehen, Torps schmeißen und dann rückwärts fahren. Das ist so das Problem bei den Deutschen. Die haben relativ gute Reichweite, finde ich persönlich nicht schlecht. Aber der Nachteil, wie gesagt, die haben hinten keine Torpedos und das ist der Nachteil, was ich persönlich nicht so gut finde. Wir sagen, let's do it mit den 10 U-Booten. Und bei 10 U-Booten hat man die, so habe ich das Ding ausgebaut. Bei denen, glaube ich, genau. Hier habe ich komplett auf Ruderstellzeit getrimmt und hier habe ich hier das Gegenteil. Weil wir haben ja die Batteriestoppleiste, ja, habe ich so gemacht, die etwas länger geht und hier noch zusätzlich Tauchkapazität 20%. Habe ich bei den Amis hier auch nicht. Warum ich das hier nicht? Aber kann man nicht bis jetzt noch nicht gespielt haben. Also hier haben wir relativ hohe Tauchkapazität. Also hier ist das schon echt extrem geil. Mal gucken, so die letzten paar Runden haben wir relativ gut gehabt, also Glück gehabt mit den Teams. Ich bin mal gespannt, wie es mit den 10er ist. Also, glaube ich hier, weil wir relativ viel zu viel Glück hatten mit den Teams, es kann sein, dass sie wahrscheinlich wieder jetzt die Runde verlieren. Oder doch mal eine 200k-Runde hinlegen, das wäre auch mal was Schönes. Weil das habe ich bis jetzt mit U-Boot noch nicht geschafft. Wir sind Top-Tier. Ich würde sagen, okay, wir sind mit Tier 10. Wir haben hier gemischt 8er, 9er dabei. Wir haben auch hier 2 Minus, ein bisschen mehr, ein paar DDs. Es geht. Also ist nicht so Overkill. Griechenland, das ist nicht so ein Kart, was ich persönlich nicht hätte. Hallo, starte. Ja. Ja. Ich glaube, bei mir ist gerade durch das LAN irgendwas abgekackt oder braucht zu lange, bis in den Server zuzugreifen. Aber zurzeit gibt es irgendwie auch arge Probleme mit dem Server zurzeit irgendwie auch. Also ich habe schon ein paar gehört, die haben so eine Probleme mit dem Server bei Wargaming. Jetzt komme ich rein. Alter. Heute bist du der Actionheld. Zeit, dem Gegner das Fürchten zu nehmen. Ja, hier, wie gesagt, bei Griechenland ist das Problem, es sind viel zu viele Inseln. Hier kann ich mit meinem U-Boot wirklich nicht richtig agieren. Ich habe fast 2 Minuten gebraucht, um die Runde zu beginnen. Du Scheiße. Aber wie gesagt, hier ist das Problem, zu viele Inseln. Das heißt, mit U-Boot hier zu spielen, ist ein bisschen problematisch. Das ist die Frage, wo kann ich mit U-Boot relativ spielen? Hier ist ja sinnvoll, eher Richtung Mitte. Oder nicht Mitte, hier Richtung C zu fahren. Weil A bringt mir persönlich nicht. B persönlich auch so wirklich nicht. Mir ist der einzige Ziel, ist wirklich doch wirklich C, weil das ein halbwegs offenes Gewässer ist. Und deswegen, also so, es gibt Karten, da sind hier U-Booten sehr benachteiligt, besonders hier, weil hier sind nicht so wirklich der wahre gute Sinn für die Torpedos.
Also das, hier ist eher das ist Richtung RMC, Richtung Fokus RC. Hier brauche ich eh nicht arbeiten mit Torps, hier ist ein bisschen problematisch. Hier B auch ein bisschen problematisch mit der ganzen Insel. Wie gesagt, nur die Ecke C ist die sinnvollste Ecke, wo ich mir doch mit meinen Torps arbeiten könnte. Ja, wir sehen, wir haben hier 10 Minuten 20. X ist eigentlich extrem viel. Aber durch den Skills und Co. Das habe ich mich mal, wenn die UBT mich auch, also mal irgendein Spieler mich aufdecken tut, verliere ich so schnell Batterieleistung. Das heißt, maximal bis 5 mal 5 verliere ich so schnell Batterieleistung, dann kann ich mich fast in, selber wegschmeißen. Deswegen ist hier eher Sinn, eher bedenkt zu gucken, wie man wie die UBT spielt. Also mal sinnvoll zu nutzen. Hier bei Deutsch eher die maximale Reichweite zu nutzen, möglichst lange über Wasser zu bleiben, Notfall doch mal abzutauchen. Oh, der hat jetzt so nahe seine Reparaturmannschaft gezogen. Das ist schon mal sehr gut. Was rotzt da gerade aus dem Leben? Das Problem ist, wir sind jetzt zu einer Insel wieder. Die Plästerpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Wir haben 4 Kilometer Toleranz. Oh, könnte sein. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Okay. Also hinten würde ich das Ding nicht treffen so gerne. Ja, wir versuchen möglichst weit vorne eher. Also wie hier Reichweite zu. Ne, die Torps sind glaube ich den gar nicht mal treffen. Okay. Also ich habe uns weiterhin gepinkt. Ah, jetzt sind sie nicht mehr im Ziel suchen mehr. Okay, hat es repariert. Also weg und fahren jetzt Ziele zu. Au! Das ist die Bild Secondary jetzt. Also sie schießt eigentlich nur auf die Missy gerade, nicht auf mich. Wir liegen in Führung. Mach jetzt ja. Nichts Dummes. Ja, die MC ist nur geflüchtet die ganze Zeit. Da kann Querer bei eh nicht drauf gehen. Also Yugumo wird schon wieder schwieriger, weil wir haben fast den gleichen Tarnwert. Also da brauche ich schon ein bisschen Support schon. Konquera einfach so halbiert. Ach guck mal, da haben wir schon mal Yugumo schon mal. Tod, das ist sehr nett. Nein, ihr verdammten Kerle. Ihr dürft nicht wieder wegfahren. So. Okay, am Vorteil bei den U-Booten, du kannst Spotting Damage ohne Ende machen. Aber was bringt das als U-Boot-Spieler eigentlich? Fast gar nichts. Spotting fließt fast null in Wertung ein. Außer bei World of Tanks. Das fließt komischerweise mehr ein. Ich habe die Zieten gekillt, okay. Das müssen wir umflüchten. Ruhig einfach als U-Boot mal einfach die Mitte mal.
Können wir jetzt so fahren? Ich glaube, die pushen eh nach hier oben lang. Würde ich, glaube ich, hier um die Ecke in den Insel fahren. Und tot. Zweite, die ist schon tot. Zweite Jugumu ist eigentlich hammergeile Tameta. Der nächste DD tot. Ach, wie geil. Okay, den hätte ich nicht erwartet. Also der hat nur Fronttorpedos, nur also Frontwerfer nur. Also jetzt hätte ich lieber die Amis gerne jetzt. Ich war jetzt eine richtige Sau, weil bin ich etwas geschützt. Oh, die so fett weg, auch nicht schlecht. Das sieht schon cool aus. So, ich habe jetzt relativ klappt fast Leistung verbrannt, also mal schon verbraucht. Ja, alle die sind schon tot. Geil, ja, wir haben schon gedacht, zwei zu guten Runden und instant schon gleich alle tot. Das ist alles, was ich nicht verstehe. Torpedos gesichtet, Ruder hat Backbord. Maschinenstopp und alle Mann festhalten. Also das, was ich nicht verstehe. Du hast hier so geile Zerstörer, was wir haben. Und die sind sofort, eigentlich instant sofort tot. Das verstehe ich meistens wirklich nie. Die Halland ist jetzt Richtung C gefahren jetzt. Und das ist nur das, was ich persönlich nicht verstehe. Wir hatten zwei Yogumus, was 5,5 Kilometer Tarnwert haben. Und sie sind sofort gleich instant tot. Nach fast über 20 Minuten oder so, also über 10 Minuten sind sie schon tot. Das kannst du. Das geht doch. Das kann man doch keiner erzählen. Kann passieren, wenn der gerade doof ist, aber Yogumu ist ja gleich instant gleich in 2 Minus reingeprescht. Das kann sein, einer hat Nebel und einer hat Radar. So, jetzt machen wir mal versuchen jetzt mal die Mieter zu holen. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Die Plüschtorpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. So. So, lieber Pommern. Ich hoffe, du hast dein Ding durchgezogen. Jetzt hat er gezogen, aber klar. Ja, Conny wird einfach von den beiden Mutons einfach gerade massakriert. Das ist die Halland. Das ist der.
Oh. Jetzt muss ich kurz einmal hier ohne Witz gerade mal abtauchen, um jetzt so einen Schusswinkel zu kriegen. Noch weiterfahren, weil der zu weit um die Insel fährt. Ja, toll. Ja. Okay, verkackt. Also, da oben ist der U-Boot, okay. Okay, da muss ich doch mal rüberfahren und ihm mal helfen, gerade mal. Ja, die Bukanimur muss jetzt flüchten. So. Der U-Boot ist dein C-Cap irgendwo. Es ist ganz eine blöde Cap drin. Fahre ich mal Richtung mal C-Cap und mal gucken, wo ich die blöde U-Boot finde. Ja, anscheinend haben die gerade keinen Bock, gerade auf die U-Boot-Jagd zu gehen. Gefecht endet in 5 Minuten. Mal gucken, kriegen wir Tee. Okay. Kann das bitte sein? Hm. Okay, ich könnte jetzt so dumm und dämlich suchen jetzt. Wie man hat sich in sich irgendwo sich verzogen. Ja, wenn man sieht, ich hab hier null Damage hier. Deswegen, es gibt auch Runden wie bei mir. Oh, die bekommen ja die viel Kills, das ist schon mal gut. Da komm ich lobe mir mein komplettes Team mal hier. Also ich kann jetzt so dumm und dämlich suchen jetzt nur ein U-Boot, aber bringt mir im Endeffekt eh nichts, dann fahre ich hier, gehe ich lieber mit meinem Team weiter. Könnt ihr jetzt irgendwo hier oben sein oder hier hinten sein? Lohnt sich für mich, bin ich nicht in einem U-Boot hinterher zu sagen, ich nicht mehr weiß, wo der ist. Oh.
Ist doch hier drüben. Irgendwo ein Cap gew. Hä? Wo war der denn? Also der muss Oberwasser sein. Der muss irgendwo hinter der Insel gestanden haben. Die ich persönlich nicht gefunden habe. Aber jetzt fragt dich wo? Also nur höchstens da vorne nur. Lol, echt da hinten. Echt da hinten! Toll, was bringt er jetzt, der sich jetzt repariert hat? Der Venus auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Alle Stationen. Der Venus auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Der Venus auf Kollisionskurs. Zeit zu tanzen. Jo, alles. Jo, alles klar. Das ist gerade ein bisschen bescheuert gerade. Also der hat gerade ein bisschen RNG-Faktor gerade gehabt. Ey, der hat echt mit dem blöden Tops echt noch getroffen. Haha, am Arsch. Alter, hab ich ein Schwein. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Hab ich einen Lack. Also. Der hat echt mit 3 Torpedos echt noch getroffen. Ne, er hat nur 2 getroffen. Ja. Deswegen ja. Ich hab nur ein. Deswegen ja. Ihr könnt auch Runden haben, ihr könnt richtig viel Damage farmen oder wie hier, ihr seid einfach da und das war's. Also so wirklich, wir können uns ja gleich mal nochmal den Army nochmal angucken. Wir sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben. Wir sagen, bis das nächste Mal und haut rein.